So, lieber Hein, hier sind wir also nun im Raum der schützenden Drachen. Er heißt deshalb so, weil diese Drachen hier etwas ganz Besonderes beschützen, nämlich die Seelen der Totenkugel. Mit dieser Kugel sind wir Tode nämlich imstande, alles, was wir wollen, zu sehen. Es muss nur auf der Erde geschehen. Aber da wir ja sowieso nur auf der Erde arbeiten, passt das ja wunderbar. Moment, könnten wir da auch... Was denn? Frau Hippe sehen? Ah, wir wollten doch nicht drüber reden. Aber theoretisch ja. Obwohl, hey! Du hast gar nicht mal so unrecht. Vielleicht ist es ja sogar besser, wenn wir mal schauen, was diese Verrückte jetzt gerade macht. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Der schwarze Tod! Rettet euch! Puh, puh. Man kann sie einfach nicht töten. Wie auch! Die Pest ist los, rettet euch! Oh mein Gott, zur Hilfe! Nein! Nein! Jetzt bist du mein erstes Opfer. Nein, lass mich, lass mich! Wie du willst! Nanu, du lebst ja noch. Ein zähes Frauenzimmer bist du. Aber nicht mehr lange. Ich habe ja hier meine Sense. Gleich ist's vorbei. So. Und in diesem Haus wird mein nächstes Opfer sein, was ich beglücken werde. Mit mir, dem schwarzen Tod. Frau Hippe war damals. Jetzt bin ich die Pest persönlich. Oh jemine. Oh Gott, oh Gott. Und wat nu? Frau Hippe, die Pest. Oh Gott, das ist also ihr Plan. Mensch, wat sollen wir denn jetzt tun? Wie sollen wir Frau Hippe aufhalten? Wir brauchen einen Plan, und zwar schnell. Ein Plan? Das, was wir brauchen, ist ein Wunder. Oh Gott, dass Frau Hippe zur Pest wird, damit hätte ich nie gerechnet. Jetzt können wir nur hoffen, dass ein Wunder geschieht. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Gevatter Zeit hat leicht reden, aber ich kann ihn ja gut verstehen. Ein Wunder. Sankt Tod. Lieber heiliger Sankt Tod, bitte erhöre mich aus meiner Not. Ich sitze hier im Schilfe und erbitte um deine Hilfe, Sankt Tod. Da bin ich. Nana. Nimm dir das doch nicht so zu Herzen, lieber Hein. Du bist schließlich ein Tod und kannst was. Also verzweifle nicht. Denk doch mal darüber nach. Du hättest mich gar nicht rufen brauchen, denn die Macht und die Hilfe, die du brauchst, stecken schon lange in dir, um es gegen Frau Hippe oder der schwarze Tod, wie sie sich jetzt nennt, zu kämpfen und zu siegen.
Denk doch mal darüber nach. Welches Amt hast du inne als Tod? Du bist doch in der Lage, Tiere zu töten. Und wenn du weißt, was die Pest genau ist und aus was sie besteht, wird es dir ein leichtes sein, gegen Frau Hippe anzutreten. Natürlich kannst du sie nicht mit deiner eigenen Sense töten, da sie genauso wie du ein Tod ist. Aber wenn du ihre Sense benutzt, wird es funktionieren. Habe etwas mehr Vertrauen in dich selber, mein junger Freund. Und du wirst sehen, dass alles gut wird. Meinen Segen und mein Glaube daran, dass du es schaffen wirst, sind mit dir. Also verzage nicht. Ich werde immer ein Auge auf dich halten, auch wenn du es nicht merkst. Und nun denke noch etwas darüber nach, wie du am besten vorgehen willst. Und dann mach dich bereit für einen großen Kampf. Oh, danke, lieber Sankt Tod. Danke, dass du zu mir geredet hast. Natürlich, die Pest. Das sind Bakterien. Und Bakterien sind Tiere. Und ich bin in der Lage, Tiere zu töten. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich gegen Frau Hippe kämpfen kann. Ja, jetzt kann ich der Menschheit vielleicht doch noch helfen. Gevatter Zeit! Ich weiß jetzt, wie ich die Frau Hippe besiegen kann. Ich bin doch der einzige Tod, der Tiere töten kann. Und die Pest? Die Bakterien, das sind doch Tiere. Ja, da hast du wohl recht. Aber das könnte sehr gefährlich werden. Außerdem muss ich dich, wenn ich dich auf diese Reise oder in diesen Kampf schicke, muss ich dich durch die weiße Hölle gehen lassen. Denn da eigentlich dein Aufgabengebiet nur dieser kleine Friedhof auf der Erde ist, und dort, wo du dann hingehen wirst, ja gar nicht mehr der Friedhof ist, musst du durch die weiße Hölle. Nur so kommst du, trotz, dass es nicht dein Aufgabengebiet ist, zu Frau Hippe. Es könnte gefährlich unterwegs sein, und vielleicht wird sogar der Teufel persönlich versuchen, dich von deiner Aufgabe oder von deinem Willen abzubringen. Bist du dir dieser Gefahr denn bewusst? Wenn ja, dann werde ich es zulassen, dass du durch die weiße Hölle gehst. Nun, das hört sich alles sehr, sehr gruselig an. Und es ist mir auch bewusst. Doch ich will den schwarzen Tod besiegen. Ja, ich bin bereit. Nun gut.
Das ist also die weiße Hölle? Also, ich fühle mich hier gar nicht wohl. Diese Kälte ist ein stechender, ewiger Schmerz. Da sind ja auch noch erfrorene Hände. Also hier möchte ich nicht lange bleiben. Nanu! Halt! Bleib stehen! Wer bist du? Und was fällt dir ein, hier in meine Hölle zu kommen? Ich bin nämlich der Teufel. Das habe ich mir schon gedacht. Aha! Ein Tod bist du also, so wie du aussiehst. Hör zu, ich weiß zwar nicht genau, warum du hier die weiße Hölle durchqueren willst, um auf die Erde zu kommen. Das geht dich auch gar nichts an. Aber geh doch lieber wieder zurück. Hier hast du nichts verloren. Du wirst eh nichts schaffen, egal was du vorhast. Verschwinde! Du bist ja gar nicht zu beeindrucken. Dann geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Bäh. Also, wo der Pfeffer wächst, will ich nicht gerade hin. Da gehe ich doch dann lieber weiter. In der Hoffnung, dass ich bald den Weg zur Erde finde. Schon wieder diese erfrorenen Hände. Diese armen Seelen, die hier für die Ewigkeit leiden müssen. Es tut mir sowas von im Herzen weh, dass ich denen nicht helfen kann. Guten Tag. Sei gegrüßt, Gevatter Hain. Wir Engel hörten, was du vorhast. Und obwohl wir die Pforten zur Welt schützen, sind wir bereit, dich durch unsere Pforten gehen zu lassen. Geh nun zu den anderen Engeln, sie werden dir weiterhelfen. Alles Gute, Gevatter Hain. Oh, das ist aber mal nett, wa? Jo, danke. Dann geh ich mal darüber. Moin. So, ihr könnt mich also durch die Pforte lassen, dann bitte macht das. Na nö, sehr gesprächig seid ihr ja wohl nicht drauf. Aber egal, Hauptsache, ich komme hier von diesem schlimmen Ort weg. Denn ich muss ja die Frau Hippe besiegen. Und das ist sicherlich auch in eurem Interesse. Ich glaub, hier bin ich richtig. Es sieht jedenfalls nach der richtigen Hütte aus. Ein bisschen mulmig ist mir jetzt schon, denn ich werde jetzt gleich gegen Frau Hippe kämpfen. Aber egal. Die Menschheit muss von der Pest befreit werden. Na dann, Frau Hippe, zieh dich mal warm an. Denn jetzt kommt Hein von der Werft. Und ich kann nun mal nicht ab, wenn man mich nervt. Da liegt mein nächstes Opfer. Die Pest, also ich, habe ihn befallen. Und er liegt im Sterben. Und niemand kann dies verhindern. Nanu? Hein? Du hier? Sag bloß, du willst gegen mich antreten. Du kommst zu spät. Ich werde
diesen Mann hier töten. Es ist nur noch eine Frage von Minuten, bis er Vergangenheit ist. Also wirklich, Hein. Gevatterzeit will mich besiegen, indem er dich schickt? Das ist erbärmlich, Hein. Ganz, ganz erbärmlich. Komm, gib auf, Hippe. Es ist vorbei. Dieser arme Mann hat dir doch ja nicht getan. Warum willst du ihn töten? Nur, um dir selber eine Gefälligkeit zu erweisen? Hör zu, wenn du ihn am Leben lässt, dann will ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Ansonsten muss ich nämlich wirklich gegen dich kämpfen. Und kämpfen tue ich eigentlich sehr ungern. Was? Du willst wirklich gegen mich kämpfen? Du kleiner Hosenmatz von einem Tod, willst du mich, den schwarzen Tod, die Pest, besiegen? Das wirst du nicht schaffen. Denn du vergisst, ich bin die Pest. Und die Pest kann man nicht besiegen. Ich bringe den ultimativen Tod. Wie willst du dagegen ankommen? Nun, ja, ankommen werde ich dagegen. Denn du vergisst, mein Aufgabengebiet ist es, Tiere und Pflanzen zu töten. Und die Pest besteht aus Bakterien. Diese wiederum sind Tiere. Na? Ahnst du was? Was? Nein! Nein! Hein! Hein! Hein, das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht bringen! Außerdem, wie willst du mich töten? Ah! 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 Hein, du kannst die Pest nicht töten! Wir sind beide Tode! Du kannst mich mit deiner Sense nicht töten! Mit meiner Sense nicht? Aber ich kann deine nehmen, um dich hier selber auszulöschen. Nein! Hein! Hein, bitte! Du töte diesen Menschen, aber töte nicht mich! Verschone die Pest! Sie darf nicht aussterben! Ah! So. Jetzt ist es vorbei. So, du Mensch. Da hast du wohl wirklich Glück gehabt. Es ist vorbei. Du brauchst keine Angst mehr vor der Pest zu haben. Und du wirst wieder gesund. Die Pest ist Vergangenheit. Wenn du aufwachst, wirst du dich vielleicht noch etwas wackelig auf den Beinen fühlen. Aber in ein paar Tagen wird es dir wieder besser gehen. Na dann wünsche ich dir mal alles Gute. Und wir zwei sehen uns spätestens dann wieder, wenn du irgendwann wirklich so alt bist, dass du sterben musst. Aber bis dahin ist es ja noch eine Weile. Nanu? Wer hat denn da geredet? War da jemand? Ich habe beinahe gedacht, da wäre jemand. Das muss ich mir wohl eingebildet haben. Wer soll denn schon zu mir kommen? Aber hey, mein Fieber ist runtergegangen und ich fühle mich wieder ganz gesund. Habe ich
die Pest etwa überlebt? Oh mein Gott, Wahnsinn! Ich habe es geschafft. Ich habe die Pest hinter mir. Ich weiß zwar nicht, wem ich dafür danken soll, doch danke. Ach, doch ich bin noch etwas erschöpft. Ich glaube, ich nehme noch eine Mütze voll Schlaf. Na dann, gute Nacht. Gevatterzeit, ich bin wieder da und ich habe es geschafft. Frau Hippe ist besiegt. Gevatterzeit, wo seid ihr denn? Gevatter? Da bin ich. Ja, ich weiß, ich habe durch die Kugel alles sehen können. Und bin mehr als nur zufrieden mit dir. Du hast die Existenz von so vielem bewahrt und gerettet. Und ja, da jetzt Frau Hippe nicht mehr da ist, ist ihr Amt frei. Und ich kann mir keinen besseren Nachfolger vorstellen als du. Du darfst dich jetzt um die Menschen kümmern. Denn du handelst weise und gerecht, trotz deines jungen Alters von gerade mal 368 Jahren. Ich hingegen bin schon viel älter, und ich denke mir mal, wenn wir die Ämter tauschen, so dass ich mich nur noch um die Pflanzen und Tiere kümmern brauche, dann ist uns beiden doch sehr geholfen, nicht wahr? Also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch noch einmal zu allem. Du bist ein wahrer Tod. Ich bin sehr stolz auf dich. Und das mag schon etwas heißen. Ja, Gevatter Hain. Du bist wirklich der wahre Tod vom Ruhrpott. Und das sollst du auch noch lange, lange bleiben. Was? Jetzt wirklich? Juhu! Wahnsinn! Dann hat das Ganze ja doch noch ein gutes Ende genommen. Tja, ich bin halt Hain, Hain von der Werft. Und ich kann nun mal nicht ab, wenn man mich nervt.
Geht es euch jetzt wieder besser nach der Geschichte? Also ich muss schon sagen, es war eine schöne Geschichte. So, und ich bin jetzt nach der Geschichte so richtig müde geworden. Also dann, Gottfried, zieh mal weiter den Wagen und ich sag gute Nacht. Na toll. Na dann mal los.